Ich hab den Prozessorlüfter vergessen. Ich hab doch nicht wirklich den Prozessorlüfter vergessen. Ich hab den Prozessorlüfter vergessen. Ei. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder PC-Building Simulator. Wir haben von der letzten Folge noch einen PC hier stehen, wo das Sailing Simulator ausgeführt werden muss. Also zumindest muss da eine neue Grafikkarte rein. Dafür hatten wir die 1050 Ti bestellt. Die kommt, wir haben so gesehen Montag, die kommt dann am Mittwoch. Ja, und dann haben wir hier noch vier PCs. CPU aufrüsten, 18 GB RAM. Und ja, wir fangen, würde ich sagen, erstmal mit den Viren an. Jetzt wäre natürlich ein zweiter Arbeitsplatz halt echt praktisch, weil dann könnte ich hier Virenprüfungen ausführen und dann währenddessen hier den nächsten PC bearbeiten. Mir fällt gerade ein, ich muss den schönen USB-Stick installieren. Dann können wir das Programm hinzufügen, und zwar den Virenscanner. Der installiert dann, achso, ja, ich kann in der Zeit leider nichts anderes machen. Ist mir gerade auch so eingefallen. Ja, neu starten. Also wir brauchen 1500 für den nächsten Arbeitsplatz. Ja, 1500. Ich meine, so weit ist das Limit jetzt auch nicht weg. In der Zeit können wir ja mal nach neuen Aufträgen schauen. Mir wurde auch beim letzten Mal unter den Kommentaren schön etwas gesagt. Ja, ich lese mir den Scheiß einfach nicht durch. Upgrades. Und zwar steht hier jetzt Erfahrung 3 Sterne. Und wir sehen, ich habe 2,5, also kann ich den noch nicht ausführen. Macht Sinn. PC aufrüsten. Ja, kann ich auch machen. So, dann haben wir für die nächsten paar Tage schon mal was zu tun. Wir scannen hier einfach mal nach Viren, entfernen die und dann sind wir mit dem eigentlich, ja, soweit fertig. Dann stellen wir den mal hier hin und nehmen uns den nächsten Staubreiniger. Das klingt eigentlich relativ einfach. Also ich verstehe halt immer noch nicht, warum sollte man seinen PC zum Staubreinigen irgendwo hinschicken oder abgeben. Also ich meine, eine Dose Pressluftspray reicht für seinen eigenen privaten PC auch aus. Also ich meine, ich hätte zwar die Möglichkeit, einen Kompressor reinzukommen, deswegen würde ich das damit machen. Ich glaube, die hat fast jeder. Aber gut, ich meine, anscheinend hat der Typ den Vorteil halt nicht. Ah, und einmal an den Strom und nicht vergessen, die Seitenwand zu installieren. Ich meine, ist mir halt schon mal passiert. So, festschrauben und fertig. Dann nehmen wir uns den und sind mit dem auch schon mal fertig. Der wollte 16 GB RAM und Staub reinigen. Ja gut, der sieht halt auch dementsprechend aus. Bauen wir den erstmal auseinander. Der sieht teilweise ähnlich aus wie meiner. Außer, dass ich halt bis auf die Rückseite komplett Glas habe. Und oben. Aber gut. Wir bauen erstmal den alten RAM-Riegel raus. Das 8 GB. Weg mit dem Schiss. Ja, erstmal Pressluftspray, weil es halt so schön Spaß macht. Ja. Ja, mit einer Dose Pressluft zu reinigen macht ja immer so viel Spaß. Herrlich, herrlich. Also Staubreinigen haben wir jetzt erledigt, dann gucken wir mal unter Speicher. Da müssen wir jetzt... Warum habe ich so viel 8 GB DDR? Hä? Benutzt. Das ist alles benutzt. Also hatte ich das schon mal alles irgendwo ausgebaut. Okay. Ja gut, dann setzen wir halt den ein. Und setzen dann nochmal den ein. Starten den einfach mal. Und während der startet, installieren wir wieder die Seitenplatte. Ich meine, jetzt haben wir 16 GB gebrauchten RAM eingebaut. Ja, funktioniert ja. Und stellen ihn auch wieder in den Flur. Der hier wollte ein CPU-Upgrade. Dann schauen wir mal kurz.
CPU aufrüsten. Eine Schraube? Okay. Zuerst entfernen wir das Kabel, dann den Lüfter und dann schauen wir mal. Ah, der hat einen AMD Ryzen 3. Keine Ahnung, was. Gehen wir mal ins Lager. CPU. AM4. Quad-Core 1200. Ja, dann gehen wir mal in den Shop. Auf CPU-Prozessoren. Also er hatte den hier drin. Den. Theoretisch ist der schon besser oder der schon besser. Zu viel Geld will ich jetzt auch nicht abgeben. Wie viel würde ich denn fürs CPU-Aufrüsten bekommen? CPU-Aufrüsten. Budget 170, Arbeit 176. Okay. Also, ja, gut, er braucht auf jeden Fall den Sockel AM4. Ja gut, die meisten sind jetzt Intel. Das heißt, ich habe von den vier nur die Auswahl. Den hatte er drin. Entweder wir nehmen einen mit einer höheren Frequenz. Oder halt den Ryzen 5. Der ist bei 170 Euro. Oder halt den Ryzen 5. Ja, nehmen wir einfach mal den, dann passt das mit Lieferkosten fast. Besser ist er. Das kann man, dagegen kann man nichts sagen. So, dann lassen wir den mal da stehen. Und, wir können die Aufträge abschließen. Gehen wir mal unter E-Mails. Wir haben ja jetzt ein paar erledigt. Ja gut, da sind wir ja dran. Kassieren. Kassieren. So, die E-Mails kann ich dann auch direkt verwerfen. Stimmt. Da sind wir dran. Auf dem Weg sind wir dran. Ah, ich habe eine neue Grafikkarte freigeschaltet. Ich bin ein Level aufgestiegen. Bin jetzt Level 4. Ja, gut. Dann beenden wir den Tag. Dann sind wir soweit eigentlich relativ fertig. Morgen kommt der neue Prozessor. Und kommen zwei PCs. Ja, so. Tag beenden. Und dann haben wir so gesehen schon Dienstag. Also die Zeit verfliegt in diesem Spiel echt gut. Na gut, wir haben ja noch den einen PC hier stehen. Finde ich herrlich, dass er dann einfach so stehen bleibt hier. Also ich finde das echt genial. So, dann nehmen wir uns den. Packen den rein. Nehmen uns ein bisschen Wärmeleitpaste. Und nehmen dann den Prozessorkühler. Sind doch eigentlich dieselben, ja. Sind genau dieselben. Der Lüfter. Ja? 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 Kann ich... habe ich irgendwas vergessen, oder? Oh, ja, ich habe vergessen. Ja, ich habe vergessen, die Klappe zu schließen. Okay. Nee, ich will nicht den Prozessor installieren. Ich will... So. Dann können wir jetzt den Lüfter drauf... Und dann natürlich noch den Lüfter verkabeln. Dann sind wir hiermit eigentlich auch fertig. Dann starte ich den mal und in der Zeit installiere ich wieder die Seitenwand. Mit dem einen Schräubchen und perfekt, im Flur abstellen. Dann haben wir den fertig. Hiervon haben wir immer noch nicht die Grafikkarte. Die kommt komischerweise sehr spät. Den müssen wir einmal scannen. Den stellen wir dann da ab. Viren beseitigen. Ich dachte nämlich schon die ganze Zeit, worauf denn scannen. Warum wollte ich dann die Seitenwand deinstallieren? Ich glaube, das ist so Standard bei dem, was ich machen will. Wir haben 1150. Schade. Aber ich muss auf jeden Fall den USB-Stick einführen. Also das macht Sinn. Aber dass ich die Seitenwand aufmachen wollte, das macht irgendwie... ja, gut. Egal, vergessen wir das. Installieren mal den Virenscanner, müssen dann mal kurz neu starten. Und, neu starten und dann gehen wir mal kurz in der Zeit an den PC von uns. Kassieren hier einfach mal und verwerfen das. Ja gut, den können wir noch nicht. Der ist neu, 16 GB RAM. Ja, bestelle ich gleich. Nochmal 16 GB RAM bestelle ich gleich. Und hier
Grafikkarte aufrüsten. Leider, mein Bruder hat die MSI und sagt gut, bla bla bla. Ja gut. Schön wäre, wenn ich vorher wüsste, was die bereits eingebaut haben in ihrem PC. Dann bestellen wir einfach mal das ganz günstige 8 GB hier. Wir bestellen davon nicht 4, sondern wir bestellen mal 8. Ich meine, anscheinend wird das sehr oft benötigt. Arbeitsspeicher. Und dann 16 GB. Haben wir bestellt, kommt demnächst. Der PC hier ist neu gestartet, scannen wir den mal, reinigen ihn dann und dann, perfekt, sind wir hiermit auch fertig. Stellen den in den Flur ab, nehmen uns den, hier müssen wir CPU aufrüsten, okay. Dann ist halt jetzt die Frage, was er drin hat und dann, ja gut, dann hätte ich mit der Bestellung auch warten können. Jetzt müssen wir nochmal Liefergebühr bezahlen, aber gut, ich meine... So oft, wie ich die 30 Euro schon doppelt bezahlt habe, macht das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr den Unterschied. 5 Quad-Core 100. Okay, schauen wir mal kurz. 1400. So, Shop. Prozessoren. Der hat den Quad 1500. Und da ich keine neuen freigeschaltet habe und der beste von denen der 1500X ist, bestellen wir den. Perfekt. Dann haben wir den bestellt. Dann kommt der Scheiße morgen an. In der Zeit kann ich noch kurz, bevor wir den Arbeitstag wieder beenden, kassieren. Ja. Und dann hatte ich noch einen PC, glaube ich, zum Kassieren. Ne, hatte ich keinen. Ach, er wartet auf die Grafikkarte, ja. Ja, die Grafikkarte kommt ja morgen. Das ist super. Ja, gut, ich weiß nicht, was ich gerade gedacht habe. Irgendwie eine Zustellung von... da sieht das heftig aus. So. Okay. Ist eigentlich soweit alles angekommen. Ja, dann gehen wir wieder an den PC und bauen mal den neuen Prozessor ein. Das ist der, wo nicht benutzt steht. Schließen diesmal die Klappe und bauen den Lüfter wieder drauf. Diesmal vergesse ich die Klappe nicht. So, holen uns das Kabel. Installieren. Ne. Stopp, 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 stopp. Den bauen wir nochmal ab. Und klatschen hier nochmal Wärmeleitpaste drauf, bevor ich das vergesse. Und dann nehmen wir das Kabel. Nehmen wir... Obwohl, er hat eigentlich weiß und nicht schwarz, aber gut. Ist ja auch egal. Normalerweise kenne ich das auch nur so, dass die Kabel von den PC-Lüftern, also von den Prozessor-Lüftern, eigentlich, also von den Billo-Prozessor-Lüftern an den Lüftern dran sind und nicht steckbar sind, aber gut. Im Flur abstellen, perfekt. Dann haben wir den auf jeden Fall fertig. Hier müssen wir 16 GB RAM. Das ist ja jetzt nicht schwer. Boah, ist das ein kleines Ding. Jetzt sagt nicht, der braucht auch speziellen RAM. Also diesen kleineren, aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat einfach nur ein kleines... Willst du mich flachsen oder was? Super. Ich glaube, der hat einfach nur ein kleines Mainboard drin. Aber Hauptsache eine fette Grafikkarte. Ja. Hier haben wir den RAM. Öffnen wir mal die Riegel. Hallo. Und holen den 8 GB raus und installieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, den RAM aufrüsten würde ich auch selber machen. Also, ja, das muss man halt nicht verstehen. So, dann hat er jetzt den RAM-Riegel drin. Dann starten wir ihn mal und in der Zeit montieren wir wieder die Seitenwand drauf. Wo ich ja jetzt anscheinend beide abmontieren musste. Weil der ja, die eine Seite ja war die Rückwand. Ja, was man ja super erkennt. Aber ja, der PC hier ist auch soweit fertig. Das heißt, den kann ich jetzt auch sofort wieder in den Flur packen. Der sieht zu groß aus, wenn ich den in der Hand habe. Und der Pappkarton sieht auch nicht klein aus. Der will auch 16 GB RAM haben. Diesmal öffne ich hier allerdings die richtige Seite. Also der PC sieht echt gut aus von der Farbe her. Naja. Also ich meine... Der hat eine SSD drin. Der hat anscheinend
das war falsch. Wollte ich gar nicht. Eine SSD, eine HDD. Okay. Läuft bei dem, würde ich behaupten. Und dann machen wir das. So, sind jetzt 2x16 GB drin. Starten ihn und währenddessen machen wir wieder die Seitenwand drauf. Jetzt ist rechts schön grün Seiten. Also 16 GB ist drin. Packen wir uns den und stellen den auch wieder in den Flur. Dann, warte, der will die Grafikkarte. Grafikkarte aufrüsten. Und der hier wollte ja auch so gesehen die Grafikkarte aufrüsten. Warum habe ich hier die Seitenwand wieder montiert? Naja, egal. Egal. Ja, machen wir die PCI-Verkleidung ab. Dann können wir hier die Grafikkarte abschrauben und rausziehen. Und dann holen wir uns die neue Grafikkarte. Oh. Muss ich da ernsthaft jetzt... Warte mal kurz. Ich glaube, ich muss... Ja, ich muss die Schraube da entfernen. Beziehungsweise das Blech. Verkleidung, Abdeckung, wie auch immer jetzt. So, und jetzt kann ich sie einbauen. Perfekt. Und jetzt muss ich noch... Jetzt können wir gleich einmal starten. Allerdings muss ich... Nee. Einmal das Ding drauf. Bevor ich es vergesse. Können wir den Strom anmachen. Und die Seitenwand drauf. Perfekt, dann ist der hier eigentlich soweit auch schon fertig. Dann stellen wir den auch wieder ab. Der PC war ja jetzt lang genug bei mir. Und dann nehmen wir den. Und schauen erstmal, was der drin hat. Der sieht irgendwie genauso aus wie der von eben. Aber gut, egal. 9 Tage Zeit habe ich hierfür. Das ist okay. So, der hat eine 1050 Winforce. Okay. Ja. Deinstallieren wir mal die Kabel. Und holen die Grafikkarte raus. Und schauen mal im Shop. Unter Grafikkarten. Die 1050... Windforce. Könnten wir ihm einfach nur die TI einbauen. Ich meine, reichen würde ihm das eigentlich ja schon, glaube ich. Kassieren wir mal kurz. Ja, hier können wir auch kassieren. Hier können wir auch kassieren. Und dann, das können wir auch löschen. So, jetzt schauen wir mal Grafikkarte aufrüsten. War der? Was fehlt denn da? Warte mal kurz. Fehlende Teile. Was fehlt denn jetzt bei dem? Oh. Ja, gut. Jetzt habe ich gerade festgestellt, wir haben genug Geld. Dann kann ich den Arbeitsplatz ja kaufen. Das ist genial, weil jetzt können wir den hier hinstellen. Und... Hey, was fehlt denn hier? PC-Teile. Ey, hier fehlt doch keine Abdeckung. Was? Hä? Fehlende Teile. Ah. Ich hab den Prozessorlüfter vergessen. Ich hab doch nicht wirklich den Prozessorlüfter vergessen. Ich hab den Prozessorlüfter vergessen. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Lasst mich niemals ein PC-Geschäft eröffnen. Das kann nur schief gehen. Und was ich mich jetzt frage, braucht die Grafikkarte keinen separaten Stromanschluss? Ich meine, das anscheinend ja nicht. Okay. Eine Grafikkarte, die nur über den PCI-Anschluss per Strom betrieben wird, schon keine Leistungsstarke. So, dann machen wir den an. Und währenddessen können wir hier für die Grafikkarte kaufen. Und zwar war das hier Grafikkarte aufrüsten. Er hat ein Budget von 435. Dann schauen wir mal, die hier kostet 435.
Naja gut, die Sache ist halt, möchte ich so extrem ins Budget gehen, weil ich meine natürlich, wenn ich hier nur 200 ausgebe, mache ich hiermit auch noch 200 Profit. Das ist halt so die Sache, die auf meiner Seite stände. Na gut, wir bestellen eben einfach die billigere Variante. Ich meine, ein Upgrade ist es ja, von daher. Der ist soweit fertig. Dann packen wir den in den Flur. Und der kann ja da stehen bleiben. Ich habe jetzt zwei Arbeitsplätze. Und dann schauen wir mal, was ich noch brauche. Der hier will die HDD ersetzt haben. Ja. Da weiß ich natürlich nicht, welche drin ist. Grafikkarte aufrüsten weiß ich jetzt auch nicht, welche der drin hat. Grafikkarte ersetzen will ich ja auch nicht, was... Achso, kann ich gar nicht machen, was der drin hat. Ja gut, das heißt, ich bestelle einfach mal die eine Grafikkarte und dann... Ja. Lieferung. Achso. Trifft morgen ein. Hä, warum geht das denn dann? Okay. Na gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hatte so meine ein oder anderen Startschwierigkeiten wieder. Und ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Eine schöne Bewertung. Lasst einen Kommentar da. Und ja, also Daumen nach oben und Daumen nach unten wäre am besten, damit ich einteilen oder damit ich weiß, wie euch die Videokategorie gefällt oder das Spiel generell. Und ja, schaut mal in der Videobeschreibung nach. Da sind ein paar Sachen verlinkt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Teil dieses Formates wiedersehen oder bei einem anderen Video. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie schon gesagt, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Tschüss.